Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von 4x4 Passion. Mein Name ist Benedikt Böckelt. Wir stehen heute vor meinem Land Rover Defender und wir wollen euch mal so ein bisschen erzählen, was wir hier umgebaut haben. Da gehen wir jetzt einfach mal durch. Weil wir natürlich auch Overland ziemlich weit kommen wollen, haben wir uns mit als einer der allerersten Modifikationen tatsächlich für einen Zusatztank entschieden. Wir haben jetzt hier ungefähr eine Gesamtkapazität von 120 Litern. Der Tank sitzt größtenteils hier unterm hinteren Kotflügel. Ist ein Durchlauftank. Es erspart natürlich auch weitere Kanister an irgendwo draußen ans Fahrzeug oder unters Fahrzeug, vors, hinters Fahrzeug zu machen. Und der Schwerpunkt bleibt hier tief. Es ist eh ein ungenutzter Platz bei dem Auto. Von daher ist das eine ziemlich gute Ergänzung. Ein eigener Tank von uns. Alles, was ihr am Auto seht, ist eingetragen und oder zulassungsfrei erlaubt im Straßenverkehr. Wir schlafen im Dachzelt. Man hat im Prinzip eine Matratze, man ist immer sauber, man hat die ganzen Bettdecken und Schlafsachen, alles, was man zum Schlafen braucht, schön sauber obendrauf. Das Dachzelt ist von Gordy Gear Expedition Roof Tents. Wir stehen dann hier an der Seite vor einem Wasserkanister, 20 Liter. Den haben wir hier mit dieser Nashornhaut, wie es auch umgangssprachlich genannt wird, beschichtet. Ich fand das einfach cool, passt irgendwie zum Auto. Orange, unsere Farbe. Den haben wir hier fest eigentlich immer mit an der Seite dran. Und was haben wir zum Kochen mit? Wir haben zum einen hier den Grill mit, den man natürlich dann ganz einfach so runternehmen kann. Ich kann jetzt hier drunter bequem mein Feuer machen, habe hier eine Art Planscherfläche und hier ein offenes Rost. Wir fahren den eigentlich immer hinten dran, kein Thema. Der wird einmal heiß gemacht, ein bisschen Öl abgerieben, Drahtbürste drüber, sauber ist die Sache. Dann wird er natürlich erhitzt, so dass keine Keime und Bakterien mehr drauf sind, der ganze Straßendreck runter ist, den nimmt man mit dem warmen Öl dann runter. Von daher ist das eine super praktische, einfache Sache. Vor allen Dingen nimmt er keinen Platz weg und stört nicht, wenn man den einfach wieder hier hinten drauf macht. Einmal drauf gedrückt und wunderbar. So, und wenn wir dann im Prinzip angehalten haben und loslegen wollen, dann geht hinten die Luke auf. Und was wir dann sehen ist, wir haben hier unsere Küchenkiste. Hier ist noch eine Hängematte an der Seite, eine Kühlbox, dahinter steht unser Tisch und dahinter kommen dann unsere Vorratskisten, Toolkisten und alles, was man so im Prinzip auf der Reise braucht. Was natürlich morgens immer ganz praktisch ist, wir machen das Ganze einfach auf, machen hier drin den Brenner an, stellen unsere Bialetti drauf, kochen unseren Kaffee, machen das Ganze in die Thermoskanne, setzen uns vorne rein und starten ganz gemütlich in den Tag. Brauchen gar nichts groß aufzubauen. Und wenn wir dann wirklich ankommen und fix irgendwo an einem Platz sein wollen, dann gehen wir einfach hin und nehmen die Kiste. Nehmen die Kiste raus. Zwei Griffe. Und habe überall alles das, was ich brauche. Hier das ganze Werkzeug und kleine Klimbim drin. Noch mal ein paar Tupperdosen, Feuerzeug, Alufolie. Basis ist eine Werkzeugkiste, die wir innen drin modifiziert haben mit Brenner und Dieseltank. Der Brenner ist ein Optimus-Brenner, Multifuel-Kocher, den man mit Diesel betreibt oder wir betreiben ihn mit Diesel. Einfach um weitere Medien zu vermeiden. Diesel. Das geht, das qualmt nicht und ist nicht schäbig? Also wenn man Multifuel-Kocher haben meistens so die Eigenschaft, dass sie doch beim Start, gerade wenn man es mit anderen oder rußhaltigeren Medien betreibt, irgendwie neigen zu rauchen. Ja, das ist richtig. Aber da ist so eine Watte unten drin, die tränkt man einmal, dann wird die angebrannt. Und im Prinzip müsst ihr euch das vorstellen, wie als wenn das Auto vorglüht. Genauso glüht man im Prinzip die Nadel oder die Düse in dem Brenner vor. Wenn die einmal heiß genug ist, kann man auch die Zufuhr aufdrehen und sie fängt an richtig zu zerstäuben und dann auch richtig zu verbrennen. Und das ist dann nahezu rückstandslos. Und auch im Auto überhaupt kein Problem. Wir haben hier so einen
stark porigen Teppich, Industrieteppich. Der eignet sich wunderbar in Kombination hier mit diesen Wolfpack-Boxen, dass es sehr rutschfest ist. Was für uns ganz wichtig war, ist, dass wir die Kisten hier haben und in den Kisten können wir alles tauschen, wie wir wollen. Es gibt dafür sogar auch höhere Deckel, dass man mal eine Ölflasche oder sowas reinkriegt. Das geht in den normalen Wolfpack-Boxen nicht. Dazu gibt es dann den Deckel und dann kann man das Ganze auch reinmachen. Zur Kühlbox. Wir haben hier eine Dometic, ursprünglich mal von der Firma Weco, eine CFX 65 hier drin. Die hat ein Fassungsvolumen von 60 Liter, ist eine Kompressor-Kühlbox, absolut Offroad-tauglich und geeignet. Wichtig war für uns in dem Moment hier auch noch, unser Kistenkonzept umzusetzen, und je nachdem, welche Kühlbox man nimmt, haben die natürlich auch verschiedene Abmaßen. Die Dometic oder die CFX-Serie von Dometic ist eine eher kompaktere im Grundmaß her, aber höhere Box, was natürlich perfekt war für uns, weil wir haben hier die Möglichkeit, den Deckel wirklich komplett aufzumachen und sie zu beladen und ohne viel Grundfläche zu verlieren. Was natürlich bei so einer ARB-Box zum Beispiel, es ist das gleiche Innenleben, by the way. Also es ist auch die ARB-Box zum Beispiel ist auch eine Kompressor-Kühlbox, auch mit einem Plastikgehäuse, auch ungefähr mit 60 Liter Inhalt, aber sie ist viel länger als die Dometic-Box. Was natürlich dann aber den Vorteil hat in der täglichen Nutzung, dass man dann einfach, also wir stapeln jetzt hier die Sachen und haben quasi die Lebensmittel oder Getränke in verschiedenen Layern hier drin. Was natürlich in so einer ARB-Box dann wieder wesentlich praktischer ist, weil ich eine große Auslage habe. Ihr müsst euch das vorstellen wie im Supermarkt. Die stapeln auch nicht alles 100 Jahre hoch, sondern da gehe ich in die Theke, mache das auf und ich sehe das, was ich will, greife und nehme es wieder raus. Das Ganze ist ein... ich sage mal doppelter Ladeboden, der ist ein bisschen unterflurt. Wir haben natürlich auch hier die Möglichkeit, eine Schublade aufzumachen, wo wir allerhand Zeug drin haben. Das ist ein Auszug von Frontrunner. Den haben wir hier modifiziert, weil so gar nicht mehr reinpassen würde. Man sieht auch im Innenraum, wir haben hier überall schwer entflammbare Dämmmatten drin, dass für die Polarkreisexpeditionen wir das Ganze rausnehmen können und auch im Innenraum die Möglichkeit haben zu schlafen oder auch, wenn wir auf Tour sind, einfach die Kisten neben das Auto oder auch vorne auf die Sitze stellen können und hinten drin die Möglichkeit haben zu schlafen, eben weil hier auch eine Standheizung verbaut ist, ohne dass man den Schlauch jetzt ins Dachzelt legen muss, sondern man kann dann hier wirklich im Auto vernünftig pennen. Zudem hat der ganze Umbau dann auch noch den positiven Vorteil gehabt, dass es alles dämmt und bei der Fahrt echt ruhig geworden ist. Also unser Betrieb, den gibt es mittlerweile schon fast seit 60 Jahren. Der Opa hat es gegründet, ich bin die dritte Generation. Mein Vater hat dann noch die Kühlfahrzeuge und der Neufahrzeugbau mit in den Betrieb geholt. Wir haben damals auch eigene Autos gebaut, mit Fahrgestellnummer gezeichnet und konzipiert. Als wir dann oder als ich dann hier und Papa auch mit der Leidenschaft angefangen haben, Defender, kam dann auch immer mal wieder die ein oder andere Anfrage, Mensch, könnt ihr das nicht auch machen? Ja, natürlich können wir das auch machen, weil Handwerk ist Handwerk und gut gemacht ist und wie man es anzuwenden hat, war schließlich vorhanden. Also natürlich können wir das machen. Und dann mit den Marken Gordiger und Frontrunner ist das Ganze gewachsen, sodass wir dann auch sukzessive unsere Lieferanten ausgebaut haben und jetzt viele Marken auch betreuen, nicht nur im Handel, sondern auch nachher im professionellen Einbau und auch Eintragung der ganzen Dinge. Und das ist eigentlich so, wo wir herkommen, und der weitere Weg wird definitiv sein. Wie gesagt, wir bauen gerade unseren Showroom um, dass er wieder ein bisschen attraktiver wird. Seid einfach mal gespannt, wo die Reise dahin geht. Wir sitzen zwischen Düsseldorf und Mönchengladbach.